Willkommen zur nächsten App. Siehst du, wie hoch aufgerissene Augen ich habe, Emmy? Aber das ist das. Ich dachte, ich hätte gerade eine Tarantel gestochen. Nein, ich habe eine Tarantel gestochen, Emmy. Andersrum. So. Nee, ich reiße die Augen möglichst weit aus, damit sich nämlich meine Kontaktlinsen ein wenig antrocknen. Okay. Denn ich habe das Gefühl, sie sind zu feucht. Ich stehe kurz vorm Zusammenbruch. Ich muss weinen. Woher kommt das? Ist die App, die wir jetzt vorstellen wollen? Das kommt deshalb, wollen? Weil ich einfach trockene Kontaktlinsen habe, Emmy. Ach so, du warst habe, so gar nicht fertig, Entschuldigung. Ja, wenn du mich fragst, woher das kommt, dann musst du ja so sagen. Ach so. Durch die Kontaktlinsen wird das nämlich trocken. Die App. Ach so, woher kommt das was? Die App. Woher kommt das? Wie, ja? Was? Das und dann eben. Was denn das? Redewendungen, Emmy? Ausdrücke, Begriffe, Worte, Sprichwörter, Ländernamen, Worte? Städtenamen, Markennamen, chronologisch auch sortiert. Man kann dann eben schauen, zum Beispiel Ausdrücke oder Redewendungen. Da wollte ich gerade drauf. Schmetterling im Bauch haben, woher kommt das? Das ist, wenn man im Urwald war, Raupen gegessen hat und komischerweise diese Raupen dann im Magen schlüpfen, hat man das Gefühl, man hat Schmetterling Nein. im Bauch. Das kommt zum ersten Mal von der amerikanischen Schriftstellerin Florence Converse. 1871 hat die Chucks erfunden. Nein, hat sie nicht. Sie hat das Buch House of Prayer geschrieben und dann die Worte Butterflies in the Stomach, also Schmetterlinge im Magen, benutzt. Und der Ausdrücker freute sich großer Beliebtheit und verbreitete sich, bis er Mitte des 20. Jahrhunderts als Redeart auch in Deutschland ankam. Seither haben Verliebte auch bei uns Schmetterlinge im Bauch. Und ach so, da kann man zum Beispiel dann einfach draufgehen hier auf das Herzchen und sagen, das finde ich super. Oder man kann es auf Facebook teilen oder kann es auch per E-Mail versenden. Also die normalen Teilfunktionen, die sind drin. Genau, ne? Man kann hier auch unten, statt eine Kategorie auszuwählen, kann man auf Zufall draufgehen. Ja, und dann sieht man von Pontius bis Pilatus, woher das kommt zum Beispiel. Weil der war ein Jogger und er ist mal von Pontius zu Pilatus gelaufen, daraus ist ein Marathon geworden. Oder Hals- und Beinbruch. Das ist eine Krankheit, so ähnlich wie Gürtelrose oder Kurschatten. Das sind einfach zwei Krankheiten, bei denen muss man unheimlich aufpassen. Gerade Beinbruch ist so eine Sache, das ist erst am nächsten Tag wieder heil. Es kommt aus dem Hebräischen und lautet im Original Hatzlache und Broche. Und das heißt, Hatzlache ist Glück und Broche ist Segen. Also ist das eigentlich was ganz Nettes. Okay. Oh ja, da, da gibt es eine ganz lange Erklärung. Von den Indianersprache, ne? Ist genau. Das. Und Andrew Jackson, Präsident 1829 bis 37, hat das for all correct. All correct. Hat die Anfangsbuchstaben für all correct falsch geschrieben, also O, O und K anstatt AK. Genau, und dann haben die gesagt, aha, wir machen jetzt OK Club. Also ich könnte jetzt schon weiterlesen. Das ist eine super lange Erklärung. Aber es ist auf jeden Fall interessant, das mal durchzulesen. Es ist allerhöchste Eisenbahn, liebe Emmy. Das ist auch noch so ein Begriff, den man reinsetzen kann. Ich guck mal, ob es sich auf den Schlips getreten fühlen, ja? Na, es ist allerhöchste Eisenbahn. Was ich auch gut finde in der App ist, dass die jeweils angeklickten trivialen Fakten zu einer Wortkonstruktion, die wir gerade eben nachschlagen, nochmal markiert ist. Das heißt also, man sieht, dass man schon mal wo drauf gewesen ist. Das ist allerhöchste Eisenbahn heißt. Diese Redewendung verdanken wir dem Berliner Journalisten, blablabla, Verleger Adolf Glasbrenner, der besonders für seine zügigen Politik und Sitten aufs Korn nehmenden Schriften, Posen und Groschenheften bekannt war. Sein Theaterstück, ein Heiratsantrag in der Niederwallstraße, handelt von dem zerstreuten Briefträger Bornicke, der ständig die Worte vertauscht. Als er feststellt, dass der Zug, der die Post bringen und die er abholen soll, schon längst da ist, sagt er, hey, jetzt ist Leipzig. Es ist die allerhöchste Eisenbahn. Die Zeit ist schon vor 3 Stunden angekommen. Mit der Zeit entwickelte sich dieser Ausspruch zu einer Redewendung. Krass, das heißt, wenn wir in der App mal irgendwas sagen, ne, kann das sein, dass es irgendwann mal benutzt wird von jemandem? Ja, wie das zum ist, wenn es prägend ist. Das war, woher kommt das? Ja, das könnten jetzt auch die Leute benutzen, denn das war die App, die wir gerade eben vorgestellt haben. Woher kommt das? Ich kann euch sagen, sie kommt in dem Fall aus dem App Store oder aus dem Play Store. Allerdings kann ich nicht sagen, woher wir kommen. Ich weiß nur, wohin wir gehen, Emmy. Und zwar in eine kleine Pause. Ha!